Kids. Hier sind die Peggy und der Matze aus der Kindertagesstätte Hand in Hand in Hemhofen. Wir sind, weil die Sonne so herrlich scheint, draußen im Garten wieder und hoffen, euch geht's gut. Und die Peggy, die hat euch was ganz Wundervolles mitgebracht. Ja, und ich freue mich, dass ich heute endlich auch vor der Kamera stehen kann und darf und euch etwas präsentieren darf. Und zwar ist das etwas, das klingt erstmal ein bisschen komisch, es ist eine Papptellergeschichte. Ja, jetzt denkst du vielleicht, was ist denn eine Papptellergeschichte? Aber es ist ganz einfach, denn es ist natürlich ein Pappteller und eine Geschichte, die auf dem Pappteller erzählt wird. Und wovon handelt die Geschichte? Da stelle ich euch ein Rätsel. Also es ist auf jeden Fall ein Tier. Es ist sehr klein, ungefähr so klein. Es hat 6 Beine, 2 Flügel und ist schwarz und gelb und hat am Popo einen Stachel. Ha, was ist das? Matthias? Es ist kein Hund. Richtig, es ist kein Hund. Es ist auch keine Katze. Richtig. Aber wenn du sagst 6 Beine, jetzt lass mich mal überlegen. 6 Beine. Und so klein. Und schwarz und gelb. Und Stachel. Matthias? Die Kinder. Halt. Ihr wisst's. Ich hör's doch schon, Matthias. Und jetzt alle ganz laut. Es ist eine Biene. Yeah. Super. Und die Biene, die hat sogar einen Namen. Stellt euch vor, die heißt, warte mal, Clara? Nee, Clara war das nicht. Simone? Nee. Jacqueline? Nee, Jacqueline auch nicht. Warte mal, es war ein bisschen sowas wie Perlinde. Ah, Gerlinde. Die Biene Gerlinde, die kommt heute auf den Pappteller. Aber nicht zum Essen, nee, sondern um eine Geschichte zu erzählen. Genau, und wenn ich das richtig verstanden habe, Peggy, musst du jetzt erstmal der Gerlinde eine Blumenwiese vorbereiten, oder? Richtig. Matthias, du hast recht, denn Bienen lieben Blumen über alles. Also brauchen wir auf dem Pappteller eine Blumenwiese. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt kurz rein, setzen uns an den Tisch und machen das in aller Ruhe, oder? Also, auf geht's! Hopp. Los, los! So, wir sind also nach innen gegangen und die Peggy hat begonnen, Blumen auf den Pappteller zu malen. Ein Blümchen, 2 Blümchen, 3, 4 Blümchen. Und da kommen noch ein paar dazu, verschiedene Farben, verschiedene Formen, damit es auch schön bunt wird. So, eine noch, hm? Ja, genau. So, jetzt kommt noch das Grünzeugs unten hin, also die Stiele und die Blätter. Na und weil die Gerlinde eine Biene ist, brauchen wir auf der Wiese natürlich ganz, ganz wichtig auch einen Bienenstock. So, den malt die Peggy jetzt noch hin. Und ganz zum Schluss noch ein bisschen das Gras und fertig ist Gerlindes Blumenwiese. Hallo, da bin ich wieder draußen im Garten mit unserem Teller, den ich gerade angemalt habe. Dann haben wir hier den Bienenstock, die Blumen, ein bisschen Wiese ringsherum. Na, und jetzt fehlt nur noch Gerlinde. Gerlinde, ha, da kommst du ja. Komm her, komm, komm zum Teller. Na komm, Gerlinde. Gerlinde, na komm. Ja, hallo Gerlinde. Hallo, hallo. Ich hab zu tun. Das ist die Biene Gerlinde. Sie fliegt geschwinde von Blüte zu Blüte. Ach, wie sie sich müht. Gerlinde? Ja. Gerlinde, wie viele Blumen wachsen denn auf deiner Wiese? Ich zähl mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerlinde, das hast du ja prima gemacht. Sie trinkt vom Nektar und sammelt den Pollen. Da ist ihr noch nie ein Krümel verschollen. Doch dann sagt sie, ich bin fertig. Ich flieg nach Hause
Im Bienenstock macht sie eine Pause. Den Nektar füllt sie dann in den Waben hinein. Der Imker macht Honig draus. Mmh, wie fein. Dann fliegt Gerlinde wieder los. Ist das nicht grandios? Ja. Das war meine Geschichte von der Biene Gerlinde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt das schöne Wetter. Matthias, wir sagen tschüss. Bis bald. Passt gut auf euch auf. Tschüss.